Hier haben wir jetzt eine offizielle Vertretung von dieser Gartenmesse. Das ist die Frau Wendy Kauper. Und vielleicht können Sie mir ein bisschen was über die Messe erzählen, wie sie so entstanden ist und was das Besondere an der heutigen Messe ist. Ja, kann ich Sie gerne erzählen. Die Messe hier in Berlin findet jetzt für das zweite Mal statt. Das heißt, letztes Jahr war die Prämierung der Messe. Die Messe Gartenträume besteht allerdings schon über 20 Jahre und hat angefangen genau über die Grenze. Wir sind eine holländische Messefirma. Und die hat gerade über die Grenze angefangen und ist so über ganz Deutschland ausgebreitet worden, weil das Thema Garten sehr beliebt ist und auch die deutsche Besucher einfach das Garten, da sind viele Garten- und Grünliebhaber in Deutschland zu finden. Das Thema ist ja nun Innovation, Inspiration erleben. Was muss man sich darunter vorstellen? Es gibt viele neue Produkte zu entdecken, wie neue Produktsorten, neue Materialien, neue Kombinationen von Produkten, aber auch innovative Produkte, die man sich hier sehen kann. Auch haben wir hier eine Innovationstrasse, wo verschiedene Produkte zu finden sind, die neu sind. Da hatten wir ja schon vorhin einen Beitrag über den Lotusgrill, eine Weltneuheit. Und vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen über das ganze Handwerk. Man hat ja verschiedene Handwerkskunst hier, Steinmetz, Holz und so weiter. Garten ist ja nicht nur Pflanzen. Man hat hier also sehr viel mit diesen Handwerkern zu tun. Und vielleicht einige Besonderheiten, was vielleicht neu dazu gekommen ist. Nicht unbedingt neu, aber sehr speziell. Wir haben ein Steinmetz und der ist in Japan ausgebildet. Der ist der einzige europäische Steinmetz, die so in Japan ausgebildet ist. Der hat auch sein Meisterstück dabei, ein Wasserrad, und der zeigt auch auf der Messe vor. Weiterhin haben wir auch die Azubis, eigentlich den Nachwuchs von Deutschland. Die zeigen auch vor, wie man etwas verlegt und wie man die Steine verlegt. Es gibt eine Floristin, die macht Workshops, wo man sich am beteiligen kann. Eigentlich ist überall über die Messe wo etwas zu tun, zu erleben und mitzumachen. Ich habe natürlich auch gelesen, man kann sich hier beraten lassen, ja? Ja, auf jeden Fall. Wir haben verschiedene Garten- und Landschaftsbauer und auch Gartenarchitekten, die dann eine komplette Gartenberatung machen. Aber nicht nur die Garten- und Landschaftsbauer oder Architekten, auch die verschiedenen Aussteller sind gerne für die Besucher da, um etwas zu erklären. Wenn man zum Beispiel Blumenzwiebel Fragen hat, dann sind die Aussteller gerne bereit zu erklären, wo soll ich die hinstellen, sonnig oder eher schattig, viel Wasser, wenig Wasser. Da ist die Beratung für jeden da.